Weiter geht's weiter mit unserer munteren Reise durch Malibu. Und wir sind zwar immer noch in Wizard City, aber es tut ja nichts zur Sache. Hey Erisch, auf zum Golem-Turm. Hey. Wo ich meinen ersten Tod hatte. Okay. Was? Ja, stimmt, ich auch. Was hast du gerade gesagt? Ich dachte, eigentlich sind wir schon wieder hier. Das stimmt. Eigentlich sind wir schon wieder hier. Und nicht immer noch, aber... Aber wir gehen nach Rom. Ich find's gut, dass du mich so taub hältst, dass du es sogar noch ein drittes Mal wiederholst. Das Exemplar zum praktische Einführung in die Magie aus der Bibliothek? Ja, das habe ich vor einer Weile für einen Aufsatz ausgeliehen, aber es ist leider weg. Was ist denn mit ihr? Hatte sie nicht schon mal in der ersten Staffel ein Buch verklüngelt? Auf dem Nachhauseweg von der Schule ist mir das Buch einmal heruntergefallen. Nee, das war... Ein frecher Feuerkobold schnappte es sich und rannte davon. Ja, das hat sie sich von Sabrina geliehen, dann hat sie es verklüngelt. Würdest du das Buch für mich in der Feuerkatzenallee und es in die Bibliothek bringen? Es geht in die Feuerkatzenallee. Ich möchte keine nachzahlen. Bitte. Ja, auf nach Mali. Oh, warte mal. Auf zu... Oh, oh. Oh, oh. Es war nicht Raban. Nein. Warte, ich kaufe seinen Namen. Irgendwas mit S. Oh, der Händler. Ja. Ja. Nee, der... Oh... Gott, wie heißt er? Ah! Hilf mir, ich komme nicht drauf. Selim. Ja, Selim Rauherz, genau. Du machst mich wütend. Oh, ich weiß, ob ich ihn damals. Komm, hier, die Frau Froschfang, mit der möchten wir befreundet sein. Wer ist die Frau Froschfang? Keine Ahnung, nimmt sie mich an oder ist sie zu. Sie hat mich angenommen! Wo war sie überhaupt? Emily Froschfang! Überhaupt? Oh, die ist eben lang gelaufen. Welchen Level hat sie? 9. Okay, dann. Ich meine, die freut sich sicherlich riesig darüber, dass sie jetzt mit dem Willi befreundet ist. Jeder braucht einen Willi an seinem Stammtisch. Weißt du, apropos Stammtisch, ja. Stell dir mal vor, irgendwann bist du richtig groß, so. Hast richtig viele Abonnenten aus irgendwelchen Gründen. Ja. Dann kommst du einfach. Mit derselben Einstellung rennst du durch die Gegend und fragt irgendwelche Leute halt, ihr wegen Freundes anfragen. Ist ja echt witzig eigentlich. Ja, und dann kennt mich auch jemand, die denkt sich so, oh mein Gott, oh, ich war mit dem schon damals befreundet. Damals, als auch Lüt war. Wenn ich so vorher cool war. Hey Erisch, ich bin mal so frech, ich bring den oben. Kannst du lange drauf warten, mach deinen Kampf alleine. Mach ich doch schon. Ich wollte gerade extra nicht reingehen, weil ich dachte, er ist eh schon beschäftigt. Lass ihn mal. Lass den armen Willi mal machen. Den alten Mann. Ey, Erisch, was ich ihm zum Stammtisch sagen wollte. Ich habe meinen WLAN-Router einfach Stammtisch genannt. Das bin ich gut. Ich meine, ich saß also davor, hatte auch kein Internet, weil ich es noch nicht geschafft habe. Oh, ist auch eine gute Geschichte. Okay, jetzt. Da habe ich mir so überlegt. Bin gespannt. Boah, ey, wie nenne ich denn meinen WLAN-Router? Ging erst mal 5 Minuten dafür drauf, weil ich dachte, das heißt, hier ist der Name, den alle sehen. Das muss unseriös sein. Aber nicht zu unseriös. Also habe ich dann den Stammtisch genommen. Ich meine, es beschreibt mich schon ziemlich gut. Ich wollte jetzt irgendwie nicht. Nickelchen Snicker-Ding oder so es nennen, keine Ahnung. Sie hatte das Buch also verloren und du musstest es erst finden. Kein Wunder, dass sie es so lange ausgeliehen hatte. Nett. Aber ich weiß, was daran das Beste ist. Was denn? Dass Harold gerade mich ins Bett getitelt hat. So, ich hab die Leitdaten eingetragen. Jetzt kannst du es in aller Welt, dass du Alkoholiker bist. Schönen Tag. Und passt auf. Ich hatte ziemliche Probleme, den Router einzurichten, da ich ja technisch absolute Niete bin. Da habe ich immer wieder bei der Technikfirma angerufen und habe irgendwelche dummen Fragen gestellt, weil ich immer wieder irgendwo hängen blieb. Und dann, bei meinem 6. Anruf, ich hatte immer wieder denselben bayerischen Kerl dran. Bei meinem 6. Anruf sagt er dann so, wissen Sie was, ich merke gerade, Sie kriegen es echt nicht alleine hin. Ich setze mich jetzt mit Ihnen hier hin und machen das Schritt für Schritt. Und dann hat es eben endlich geklappt, ich hatte ein Internet und dann sagt er folgendes. So, und jetzt erfüllen Sie mir noch einen Weihnachtswunsch. Freuen Sie sich über Ihr Internet und rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Ich hatte halt immer denselben Techniker dran.
Weil da waren anscheinend nur 2 Mitarbeiter an dem Tag. Es ist kurz vor Weihnachten gewesen. Da hatten viele bestimmt schon Urlaub. Und der hatte schon so die Schnauze voll. Oh Mann. Oh, vielen Dank. Der hatte Spaß. Keine mir. Allzu große Mühe. Nick. Wirklich überrascht darüber. Aber ich bin gerade froh, in Malibon zu sein. Ja, wir haben das Visit City Kapitel geschafft. Es war ein harter Kampf. Ah, ist doch schlimm. Du musst mit Regina reden und Feuerkobolde besiegen. Das war echt anstrengend. Vor allem die Feuerkobolde. So, jetzt kommen wir erstmal wieder zur frechen Katze. Regina macht nicht anstrengender. Die ist hier besonders frech. Warte mal. Ich bin eine Ecke zu früh abgebogen. Hier. Ich dachte mir gerade so, hä? Bin ich verwirrt? Die ist doch direkt vorne. Die kannst du aber eigentlich auch echt kaum mal sehen, diese Katze. Die ist so offensichtlich da platziert, die ist einfach... Nee, man geht ja eigentlich nie raus. Man portet sich eher aus Faulheit. Naja, vielleicht. Gehen wir zum Bürgermeister. Und übrigens, Erisch, du sagtest ja, ich habe hart gespoilert in der letzten Folge. Guck mal, wer hier schon steht. Weiß, ich rede sogar mit ihm jetzt schon mal. Ich bin gerade mit einem wichtigen Fall beschäftigt. Ja, aber er ist beschäftigt. Lass mich bitte noch in Ruhe nicht nachdenken, Zauberer. Oh. Während ich mir die Einzelheiten vor Augen führe. So enttäuscht. Dann rede ich halt eben mit dem Bürgermeister. Bürgermeister, ich will Beschwerde einreichen über den guten alten Pemli. Ich weiß, wir treffen uns immer zum Skatabend, aber irgendwo reicht's. Guten Tag, kann ich dir irgendwie helfen? Ich wollte eigentlich eine Beschwerde einreichen mit dem Typen, den ich natürlich vergessen habe. Das Krokonomikon. Der sicherste Ort für ganz Marsbären ist auf alle Fälle das Museum. Ah, meinst du Bassett? Das Museum ist vor den meisten Arten genau von Magie geschützt, aber nicht vor dem Schrecken der Straße. Ein Bandenkrieg beschert uns zurzeit Probleme. Ja, und schon sind wir in der Hauptstory drin. Ein Bandenkrieg. Oh mein Gott, Erisch. Ich freue mich so auf die Malibon-Story. Ich mag die echt gerne. Solange in den Straßen noch Chaos herrscht, kann ich nichts aus dem Museum herausgeben. Ja, ich bin gerade einfach gehypt. Was ist? Uns ja bei diesem Problem helfen. Wir müssen zurück in die Höhle des Löwen. Bones stellt Nachforschungen über die O'Leary-Bande an. Auf er arbeitet bei Scotland Yard und koordiniert die Sache von der Funkstation. Oh, sprich mit ihm. Dann können wir über dein Krokonomikon reden. Es kommen ja auch ein paar Quests. Hallo, junger Zauberer. Oh, das ist eine Begrüßung. Ich hoffe, hallo. Du kannst trotz des Chaos deine Zeit in Marleybone genießen. Also, ich meine, ich genieße die Zeit jetzt schon. Die Hälfte der Zeit war ich zwar in Wizard City, aber in der Stadt ist jede Menge los. Das Ganze drunter und drüber macht mich schon auch ganz krank. Sowieso, ich liebe Malibon, wie wir alle wissen. Hey. Könntest du bitte zu Hugh Warner, dem Hutverkäufer, gehen und fragen, ob er mir eine Medizin mischen kann? Unbegeistert. Ja, komm, reden wir direkt weiter mit dem Mann. Angeblich liegen im Postamt Notrationen, die für die Truppen bestimmt sind. Die Aha. Lieferung ist für ein gefährliches Gebiet gedacht. Hey, Erisch? Und wir würden es vorziehen, wenn jemand so. Mit Erfahrung. Jetzt hab ich Welt, wo ich mit der Yeah Jackpot. Dafür, sobald die vorbei sind, kommen Welten, wo ich mir denke, und du denkst dir, yeah, Jackpot. Das ist echt kurios, die Welten, also bei manchen sind wir uns ja einig, dass es Top-Welten sind, ich sage nur Kokotopia. Eigentlich, wo ich mir denke, geile Welt, du denkst dir so, was für ein Muff. Und andersrum genauso, wir sind uns einfach oft uneinig, wie man es von uns kennt. Das Postamt befindet sich bei Drohnen mitten auf erwähnen? Dem Regent Square. Viel Glück, junger Zauberer. Ja, klar, warum nicht? Ist die nächste Welt nicht Murom? Hä? Die nächste, ja. Ist die nächste Welt nicht Murom? Die mögen wir beide. Eben. Drachenfeld sind wir uns auch ein, das so... ist... Aber dann... Das ist ein bisschen sehr grad. Griselheim, Celestia... Ich freue mich schon. Celestia, ja, ist... Erisch! Mal lieber, muss ich zugeben. Erisch! Ja. Nee, ich weiß, wir könnten uns in Sicherheit wie uns... Verkäufer gehen, aber nein, wir müssen uns wirklich in die Höhle des Löwen begeben. Nein, wir müssen zum verdammten Floyd. Den können wir nicht verteidigen. Okay. Guck mal, er steht nicht mal dahinter. Er kümmert sich nicht um seine Post. Er stellt sich lieber an so eine verdammte Karte. Wo bist du hier? Ich hab Angst. Komm bitte rein, ich hab Angst. Danke. Das ist hervorragend. Ich bin froh, dass der Bürgermeister dich geschickt hat. Ich habe eine Bitte an dich. Er hat Bitte an uns, Erisch. Ja, ekelhaft.
Wir müssen die Notrationen zu den Truppen im Palast des Feuers in Krokotopia bringen. Oh mein Gott! Würdest du das bitte übernehmen? Krokotopia! Du bist nicht wirklich woanders hin. Also sprechen wir erst dann noch mit Hugh Warner hier. Weil besser der gute Mann zu erzählen. Der Bürgermeister ist krank? Was ein Jammer. Ich habe das Rezept für ein wunderbares Kräutertonikum, mit dem er schnell wieder auf den Beinen sein wird. Ich liebe es übrigens, wie der Mann seine Sätze betont. Du weißt ja, ich bin Synchronsprecher bei Dürmel, ne? Und da spreche ich ja auch bei... Stimmt, ja. Und da spreche ich ja Christian seit 6 Folgen. Ja. Und irgendwann habe ich schon so eine eigene Betonung für diesen Mann bekommen. Und die ist ähnlich wie bei You. Also manchmal betone ich Sachen so sehr, bin ich immer... Also meine Stimme geht dann ab. Kann ich nicht nachmachen, ne? Bin ich immer so, sowas aber auch. Also irgendwie spiele ich dann immer noch so richtig mit meiner Stimme. Keine Ahnung. Ich verhauche dem Charakter seine eigene Persönlichkeit. Was für eine Schande. Ich habe keine Goji-Beeren mehr. Und muss doch ein Kräutertonikum für den Bürgermeister alle zubereiten. So abweisen, alle Charaktere. Wir hatten schon 3 Quests in 2 Folgen, wo wir in eine andere Welt zurück mussten. Wenn du mir ein paar Goji-Beeren bringst, stimmt, das Einhornweg. Die Beeren wachsen und wischen im Park am Einhornweg. Aber ganz ehrlich, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Klar, man sollte die neue Welt einführen so ein bisschen, aber es ist so ein bisschen so, hey, die Alten sind immer auch da. Ja. Aber halt wirklich schon zum 3. Mal, jetzt müssen wir in eine andere Welt. Wo gehen wir zuerst hin? Wizard City. Da waren wir auch nicht oft genug. Nee. Außen ist dann hinter uns. Guck mal, hier ist Emily! Was? Wo ist Grüße. Emily? Wo? Ach, Emily, willst du noch was Frosch fangen? Sie hat ein Schweinchen bei sich und sie ignoriert mich! Emily! Emily! Nee, ignoriere mich doch nicht! Nick! Ich esse dich auf, verdammt! Hä? Sie ist noch da. Sie ist noch da. Aber sie schreibt, glaube ich, nicht mit uns. Sie überlegt. Oh, sie nutzt hier den Menü-Chat. Das ist eine. Aber was treibst du so? Stell dir vor, Nick, soll ich dir mit Ehren pflücken gehen? Willst du mit Emily reden? Ehrisch. Willst du auch mit Emily reden? Schau sie auch mal an. Kannst du mir bitte helfen? Beide? Tschüss. Okay, du, Ehrisch, was ist denn schon wieder? Und Percy hört zu, der Lümmel. Was? Nick. Halb ich auf dem Laufenden, was passiert bei eurer Romanze da hinten. Ich gehe so lange Beeren pflücken. Gleich muss ich echt mit ihr mit ins Schlaf machen und ihr beim Dekorieren helfen. Beim Dekorieren. Sie will, dass ich ihren Smith zeige. Beim Dekorieren. Ja, genau, beim Dekorieren. Nee, sie entführt mich auf die Tritonstraße. Ich soll ihr einfach einen Smith zeigen. Weißt du, Nick? Kann einfach nicht schreiben. Die ist wie ich früher. Ich habe, glaube ich, erst mit Level 17 gelernt, dass man hier normal schreiben kann. Vorher habe ich mich auch nur mit dem Menü-Chat hier ausgedrückt. Nick, diese Goji-Bären sind übrigens in diesem Park am Einhornweg, aber da ist nirgendwo ein Busch oder so. Die sind einfach nur da. Pflückt man die vielleicht vom Busch des Einhorns? Ich meine, das Tier hat überall Fell. Das wird auch wohl eine üppige Schambehaarung haben. Vor allem, anstatt dass ich hier der Quest nachgehe, ich belästige wieder Leute. Was heißt belästige? Ich bin eher der strahlende Ritter wie die Eisenhain. Und zeig mir Smith. Noch weiß noch Erisch, als wir in der Tritonenstraße waren und von Simon verfolgt wurden. Oh Gott, ja. Oh Gott. Nick, wen hast du hier angeschleppt? Ich weiß es auch nicht. Teleportiere es. Ich glaube, Emily weiß nicht, wie sie sich teleportieren kann. Oh nein, das ist wirklich eine richtige Anfängerin. Ich habe ihr geschrieben, kann's porten, es passiert nichts. Das ist irgendwie süß. Bin beim. Weißt du nicht, so war ich auch mal. Oh nein, du musst doch wohl wissen, wie sie sich teleportieren kann. Geht's jetzt echt zu Fuß dahin? Oh
nein. Jetzt kann man auch Folgen verschwenden. Was soll das denn heißen? Das ist keine Verschwendung, was wir hier machen. Nick, weißt du noch, wie du es geschafft hast? Gekonnt? Ja, zu streichen auf 50 Folgen. Ich hab's angekündigt. Soll ich wieder eine Folgenanzahl für Malibon ankündigen? Ja, ich werde wieder dagegen. Los. Nein, ich mach's nicht. Ich gehe jetzt zu Emily, das ist ja traurig. Komm. Ich bin mal da. Komm, Emily, komm. Emily, komm. Los. Beifuß. Ja, sie rennt mir hinterher. Nein. Sie rennt mir hinterher. Hans Christian, es tut mir leid, ich muss absatteln. Ich muss Emily geleiten. Folge mir, Emily. Oh nein, sie ist so langsam. Das ist wie so eine nervige hier Escort-Queste. Ja, ich meine, die Emily-Eskorte, die ist es. Oh, Emily, Froschfall. Komm mit, Emily. Na komm. Komm. Komm, Emily. Bei Fuß. Sie hat's gleich geschafft. Erosch, sie hat's gleich geschafft. Nein. Hilma lenkt sie ab. Oh, Gott sei Dank, doch nicht. Hilma ist auch wirklich echt anziehend, oder? Komm, gib's zu. Emily. Der wird mich auch unten. Emily. Komm, ja. Emily. Sie ist fast da. Emily. Leckerli für dich. Sie ist einfach selbst zu Fuß hier hingelatscht, anstatt dass sie sich zu mir teleportiert. Das ist wahre Dedication, Nick. Sie möchte aber die Straße kennenlernen. Geht sie jetzt auch. Es wird dich nicht überraschen, aber ich kannte das Wort nicht, was du gerade genannt hast. Dedication heißt. Ich weiß nicht, irgendwie sowas wie Hingabe, würde ich sagen. Erik? Ja. Sag Nick, mal. Nick? Woher habe ich die Flügel? Guck mal, ich habe Flügel. Warum habe ich Flügel? Ich auch mal nie verliebt. Warte mal, wie heißen die? Königsschwingen. Ich habe die auf einmal. Das ist ein Geschenk. Das bekommen wir als Geschenk. Ach so. Ich bin so enttäuscht von Emily. Sie hat sich nicht mal bedankt. Weißt du, wir haben 5 Minuten für sie geopfert, weil sie auch zu Fuß hier anlatschen muss, anstatt dass sie sich teleportiert. Und dann seid's nicht mal danke. Weißt du was, Nick, was mir gerade auffällt? Ich finde, das der spannendste Kampf der Folge gegen Feuerkobolde war. Ich meine. Gott, wenn mich zum Lachen bringst, muss ich immer husten, Mann. Du findest eine Handvoll Gucci-Beeren und steckst sie in die Tasche. Ich hoffe, es wird noch besser im Laufe der Staffel, aber ich sollte ja nicht dauerhaft Husten haben. Nee, das wenn doch, darfst du mich anschreien. Nee, du darfst wirklich so rumpöbeln. Ey, was soll denn dieser Husten? Verreckst du ja gerade? So richtig einen auf Ernst machen. Kann ich doch nicht, wenn du rumhustest. Mach ich irgendwelche dummen Witze, du kennst mich doch. Das stimmt. Nee, wer bist okay, du wir eigentlich? Haben noch eine Quest zu erledigen in Kokotopia. Wollen wir uns mal hinbegeben? Bin schon da. Oder wollen wir es geht zurück zu Leutnant Standish. Yeah. Was? Ja, der ist da doch im Palast des Feuers. Ach ja, du hast ja recht. Sorry, das ist morgens. Eigentlich könnten wir uns bei Samir Naidu auch mal wieder einen Wetterbericht abholen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Der ist im Brunnen der Geister. Ja, ich weiß, aber wir sind ja mal wieder hier in Kokotopia, das wollte ich damit sagen. Soll ich mal gleich fragen gehen? Wie du willst, ich meine, es ist dein Fachmann. Mein Wetterfrosch ist Emily. Verdammte Emily. Was die wohl gerade macht. Die belästigt das Wetter bestimmt ist. Wieder Leute. Hä? Du wirst sie belästigt. Jetzt drehe mal nicht alles um, Erich, okay? Du hast Vorräte für mich aus Malibon? Was glaubst du? Ich hab die Emily-Eskorte gemacht, wie es zu Hause wohl läuft. Was? Wenn du sie fragen würdest, was glaubst du, würde für eine Antwort kommen, wenn du sie fragen würdest, was gerade für ein Wetter ist? Der hätte oft mal dann im Menü-Chat. Soll ich sie mal fragen? Ich hoffe, du kennst die Antwort darauf.
Oder soll ich sie fragen, wie wird das Wetter morgen? Ja, frag sie, los. Ich hoffe, sie löscht dich. Weil ich nach dem Wetter frage. Oh nein, das ist so ein Stalker. Anhand der Wetterlage guckt auf der Karte, wo ich wohne. Was ist das? Nutration? Das ist praktisch. Sein, ja. Vielen Dank. Das wäre gruselig, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es passieren könnte. Ich glaube, sie weiß nicht mal, wie sie mir jetzt antworten kann, wenn ich nicht vor ihr stehe. Die sagt jetzt bestimmt eben die Antwort irgendwo in der Tritonenstraße, irgendwelchen Leuten dort. Und dann sagt sie, stell mal vor, sie sagt nein. Also nein. Die guckt drei Leute und sagt nein. Nee, sie sagt Sonne. Hinten ist nur, während sie im Regen steht. Ausgezeichnete Arbeit. Du hast einige Gojibären gefunden. Ich werde das Tonikum gleich zeigen. Achso, ich bin schon bei Yu. Oh, cool. Ich bin schnell erisch. Warte mal, Nick. Der Laden heißt Hairless Hughes Herz. Er ist ein Herzkopf. Hätten Sie es gewusst? Oh nein, ich habe kein vereistes Wasser. Und es muss ein ganz besonderes Wasser sein. Das aus dem Brunnen der Oase. Und es geht wieder nach Krokotopia. Wenn du mir ein wenig Wasser aus dem Brunnen in der Oase holen und das irgendwie vereisen könntest, dann... Warte, erst müssen wir in den Horrorladen. Und ich kriege das echt das Gefühl, dass dieser Kampf mit den Feuerkobolden, vor allem das ist der erste Staffel und der spannendste bis jetzt. Ja. Der war eine Runde bei mir. Gruppe. Oh, Erik, halt meine Hand, ich hab Angst. Ja. Ich hab Angst. Oh. Weißt du, als Willi schon fast in der Rente war, da waren Leute wie er noch nicht mal geboren. Aber jetzt? Ja. Die wollen hier die Welt einfach übernehmen. Du bist gerade rechtzeitig aus Krokotopia zurückgekehrt. Ich habe noch eine Aufgabe für dich, wenn du sie dir zutraust. Was will dieser Teufel? Ich habe gerade die letzten Pakete der Notrationen für die restlichen Truppen in Krokotopia erhalten. Kannst du sie mitbringen? Ich gehe nach Krokotopia zurück. Ey, Erich, stell dir vor, wir hätten nicht beide Quests auf einmal angenommen und müssen viermal dahin rennen. Immer und immer wieder. Willkommen in Malibone, wo wir immer noch zurückgehen. Ey, ich nenne diese Staffel Malibone. Was machen wir? Die mehr als die Hälfte der Zeit sind wir in Wizard City und Krokotopia einfach. Wir haben noch nicht einmal die Maliboner Kampfmusik gehört. Touch Übergang, Nick. Touch Übergang. Ja, nochmal hier so alles ein bisschen Revue passieren lassen, ne? Du schöpfst ein wenig Wasser aus dem Brunnen. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt zu Standish und danach gehe ich zu Sami Naidu und dann gibt's Folgenende. Dann okay, bei Sami Naidu ist das Folgenende. Die nächste Folge öffnen wir in Wizard City bei Nordbert dann wieder. Schon wieder in Wizard City. Nein, die nächste Folge öffnen wir da, wo Sami uns sagt, wie das Wetter wird. Nein! Das interessiert die Zuschauer schon jetzt brennend. Das müssen wir jetzt noch machen in der Folge. Okay. Oh mein Gott, jetzt kommt ihr Standish. Die Synchronsprechlegende. Du hast uns Notrationen gebracht. Der Himmel sei gebrannt. Wie der Typ heißt, ich würde es gerne mal wissen. Vielen Dank. Ey, wie kannst du mal aggressiv vielen Dank sagen? Vielen Dank. Dann ist er gut. Ey, der ist super. Der ist super erisch. Wie konnten die ihn nicht öfter einsetzen? Weißt du, der hätte eigentlich eine Hauptrolle verdient, wie Merle Ambrose oder so, oder Cyrus Drake. Ah nein. Nick, was glaubst du, wie wäre es geworden, wenn der Typ Merle Ambrose sprechen würde? Hallo, junger Zauberer! Ich hab mir Sorgen gemacht! Hallo, junger Zauberer! Fühlt sich einfach oh mein Gott, er sagt, hallo, junger Zauberer, dieser Typ. Vielen Dank für das Paket! Hä? Das hat eigentlich fast jeder, oder? Das stimmt, mein Hallo, junger Zauberer. Wir sind jung. Sag ich jetzt mal so, Willi sieht halt jung aus. Niemand weiß, dass er älter ist als die Sphinx, aber... Das ist ja Nebensache. Vom Erisch. Glaubst du, irgendwann kommt Willis wahres Alter raus? Es ist ja ein Mythos.
Wunderbar. Mit diesen Vorräten wird die Arbeit viel leichter von der Hand gehen. Nochmals besten Dank, junger Zauberer. Deswegen ist auch Mythos-Zauberer. Deswegen, aus keinem anderen Gute Grund. Reise. Na eben. So, nun, ich bin bereit. Hallo Hedge, ich gehe zu deinem Kollegen, dem besseren Lilamander. Du sagst es. Okay. Ja. Erich, ich reise direkt mit. Ist es auch schon wieder so weit? Ist es soweit, ja. Kommt mir noch gar nicht vor, als wäre es ein Folgenende. Erik. Wir sind schon seit einer fast eine halbe Stunde dabei. Nein, nicht ganz. Shit. Aber. Gut, dass du ja der Zeitwächter bist. Ich wäre so, ja, hier geht noch was. Ja, denn diese Aufgabe habe ich dann Erik übertragen, weil ich hatte immer ein sehr schlechtes Timing. Ach, das ist immer die Idee, dass man das machen könnte, ein Zeitwächter. Hä? Wir sind auch wirklich so schlau. Oh, was, das ist die falsche Seite. Samir, wie geht's? Da ist er wieder! Oh mein Gott, Erich! Okay, willkommen bei Streben, wir werden erfahren. Ja, wir wollten noch nach dem Wetter fragen, aber Klatsch und Tratsch ist natürlich auch immer gut, dafür kennen wir ihn ja. Okay. Samir, wie ist das Wetter morgen? Es regnet Pferde? Oh! So. In Maniborn. It's raining Pferde! Nick. Halleluja! Wollen wir das aufgeben schaffen in Maniborn? Da soll es Pferde regnen morgen. Ich pack mir jetzt schon einen Regenschirm ein. Buckingham Palace. Okay. Ich würde sagen, Nick. Morgen treffen wir uns im Buckingham Palace. Und meinst du den Pferderegen an? Meinst du, Dieter findet da seine große Liebe? Dieter regnet von. Dieter regnet selbst runter. Er wird geworfen. Von der Planke. Oh, ich habe da heute so einen schlechten Witz übrigens gelesen. Den erzähle ich jetzt zum Folgenende. Okay. Treffen sich zwei Leute im Zug. Sagt der eine: Grüße, ich bin der Peter, wer bist du? Dito. Sagt der Peter: Ach, noch ein Peter, schön dich kennenzulernen. Dieter, 35, aus Sachsen, wird für Peter gehalten. Wegen Dito, die Betonung. Die sei ja nicht Dito, sondern irgendwie so Dito. Okay, Nick, bitte beende die Folge. Danke. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir vielleicht mal in keine andere Welt reisen und das Malibone-Abenteuer startet. Wir haben heute schon ein bisschen was gehört. Es bahnt sich ein Bandenkrieg an. Seid gespannt und bis dann.